Metal Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Kurzer Insider über den Drachenlord, muss auch mal wieder sein. Heute geht es nämlich um Musik, heute geht es um die ganzen Konzerte, die ich schon war. Und wer weiß, vielleicht spiele ich ja noch ein kleines Lied auf der Gitarre vor. Vielleicht. Der letzte Video ist sehr gut angekommen, hat mich sehr gefreut, dass das so gut gelaufen ist, dass ihr das auch mögt, dass ihr da dabei seid. Ich hatte ein bisschen Bammel, das hochzuladen, weil wer weiß, wie das ankommt, aber kam ja sehr gut an. Und heute soll es, wie gesagt, um die ganzen Konzerte gehen, die ich in meinem Leben schon besucht habe. Viel Spaß mit dem Video. Gut, jetzt habt ihr mal eine kleine Übersicht bekommen. Es sind noch nicht allzu viele, aber es sind schon ein paar. Da kommen hoffentlich noch viele, viele dazu. Und ich möchte einfach chronologisch jetzt erstmal anfangen. Ja, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Konzert durchgehen, das würde es übertreiben und ich werde jetzt auch nicht so viel über die Konzerte erzählen eigentlich. Aber mein allererstes Konzert möchte ich natürlich ein bisschen beschreiben und es war Feine Sahne Fischfilet. Ich glaube, eine Band, die jeder kennt, eine Band, die in den letzten 5-6 Jahren sehr, sehr groß geworden ist. Und mit dieser Band hat eben alles bei mir mit den Konzerten angefangen. Das war mein erster Konzertbesuch. Grüße gehen raus an Luise, die hat mich damals mitgenommen und seitdem bin ich geflasht von Konzerten, gehe immer wieder gerne hin. Es wird jetzt auch langsam mal wieder Zeit. Bullet for My Valentine im Januar oder Februar, endlich wieder, 2022. Ich glaube, das ist das erste Konzert seit dann 20 Monaten. 20? 22. 22 Monaten, glaube ich. Das März Antilopengang war das letzte, wo ich war. Ist schon sehr, sehr lange her, März 2020. Und Bullet for My Valentine wird, glaube ich, ein ziemlich krasses Konzert, aber jetzt erstmal nochmal Feine Sahne Fischfilet. Ich war schon auf 3 Konzerten von Feine Sahne Fischfilet, bei Festivals auch zu genügen gesehen. Immer geil, immer eine krasse Show, die da abliefern. Und die haben ja jetzt auch ein Jahr Pause gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal anschauen würde jetzt, weil ich habe es jetzt eben schon oft gesehen. Ein bisschen Reizüberflutung, kann man sagen. Und wenn ein neues Album rauskommt und das geil ist, geht man bestimmt mal wieder hin. Das ist eine der geilsten deutschen Punkbands, die es gibt. Wenn nicht die beste. Ärzte vielleicht noch. Und gibt es noch deutsche Punkbands, die noch geil sind? Erst wissen die anderen, sind nicht wirklich Punk. Ein bisschen Punk. Sie sind schon Punk. Okay, gut. Feine Sahne Fischfilet. Vorband habe ich nicht gekannt. Und das war eine persische Vorband, glaube ich. Also so aus dem Iran irgendwo da. Haben auch krasse Musik gemacht, man hat nur nichts verstanden und ich habe schon gesehen, so die Leute gehen also in Moshpit rein und was machen die da? Und ich dachte, oh mein Gott, was tut ihr da? Ich habe es auch noch nicht so gefühlt, weil ich die Musik nicht kannte, aber dann mit dem ersten Lied von Feine Sahne Fischfilet, bam, auch mit reingegangen, richtig geil, da drin rumzustehen, Leute umzuschucken, selber umgeschuckt werden, hinfallen, wieder ausstehen, hochgeholfen werden. Ich kann jedem so ein Konzert mal empfehlen, also nicht immer nur auf Popkonzerte gehen, wo jeder laut mitsingt, sondern auch mal wirklich richtig die Action erleben, sag ich mal. Auch Fun Fact übrigens, ich war da mit 2 Freundinnen, wie gesagt, und nach dem ersten Song von Feine Sahne Fischfilet habe ich die bis zum Konzertende einfach auch nicht mehr gesehen. Kommt schon mal vor. Bullet for My Valentine ist auch da ein gutes Beispiel auf Rock am Ring. Da bin ich auch mal verloren gegangen einfach. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Konzert. Habt noch ein wunderschönes Festival! Habt ihr noch Bock? Digga, nach links und rechts! Bis nach hinten! Nach links und rechts! Weiter, weiter, weiter! Das ist doch gar nichts! Weiter, weiter! Digga, ich komm runter! Das Ding reißen wir jetzt hier gemeinsam ab und... Es war uns eine Ehre. Helft ihm rein! We'll be right back.
als nächstes reden wir mal über die Festivals. Ich war bis jetzt auf 3 verschiedenen Festivals, auf Rock am Ring schon 2-mal, auf dem Southside Festival sogar schon 3-mal. Rock am Ring ist aber besser. Und auf dem Rocco del Schlacco war ich 1-mal. Rocco del Schlacco, fangen wir mal damit an, ist das kleinste Festival von allen. Ich glaube, hat eine Zuschauerkapazität von 20.000 oder sowas, vielleicht auch weniger. Liegt im Saarland, ja, Festival im Saarland, wenn man mal nicht weiß, warum man ins Saarland sollte. Rocco del Schlacco ist ein Grund. Oder wenn man shoppen gehen möchte nach Zweibrücken, dann muss man auch durch Saarland, glaube ich, durchfahren. Ach nee, Zweibrücken ist im Saarland. Ciao, ciao. Ja, schöne Tickets. Festivals haben immer schöne Tickets. Ich bin ein Ticketsammler, deswegen schöne Tickets sind worth. So ein Ticket ist hässlich. Falls jemand weiß, wie man immer ein geiles Ticket bekommt, nicht so eine Kacke hier, gerne schreiben. Reden wir ein bisschen über das Line-Up vom Rocco del Schlacco. Ich weiß gar nicht, ob das T-Shirt aktuell ist. Ja, ich habe ein T-Shirt. Und kann man gut sehen, oder? Juhu. Ihr seht schon, die Fantastischen Vier. Jut, nicht so meine Band, aber waren live geil. Ich muss in die Kamera schauen, nicht mich anschauen. Das ist irritierend, wenn ich mich angucke. Ne? In die Cam. Okay, immer noch ein strangeous feeling. Gut, was haben wir hier noch? Wir haben Scooter. Richtig. Scooter war am Start statt Good Charlotte. Und Scooter war bombastisch. Ja, würde ich jederzeit wieder hingehen. Geht überhaupt nicht meine Musik, aber auf dem Festival kann man sich das gut geben. Und auch sind ein bisschen ironisch hingegangen. Und er hat Hyper nicht gespielt, was eine Schande war. Vielleicht hat er das ganz am Schluss gespielt. Wir sind später zu Swiss und die anderen gegangen. Aber Hyper hat gefehlt, aber war auf jeden Fall ein krasser Auftritt von Scooter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich könnte jetzt einen Insider noch vorzeigen, ist aber cringe. Deswegen bleibt es ein Insider. Wer war noch da? Ich habe tatsächlich nicht mehr alles in Erinnerung. Eskimo Callboy. Könnt ihr das sehen? Jo, Eskimo Callboy war auch am Start damals, als sie noch gut waren. Spaß, die sind natürlich immer noch in Ordnung. Aber nicht mehr ganz so gut wie vor 2 Jahren. Wann war das Scene? Das Scene-Konzert. 2018 war Eskimo Callboy noch eine krasse Band. Mittlerweile in Ordnung. Ne, in Ordnung Band. Das wissen die anderen, haben wir schon drüber geredet. War geil. Die Toten Hosen. Die Toten Hosen waren am Start. Feiern bestimmt auch viele. Ich mag die Toten Hosen nicht. Liegt aber nicht an den Toten Hosen, sondern lag am Southside Festival, weil da sind wir irgendwie bei einer Gruppe Menschen gestanden. Das war bestimmt die einzige Gruppe Menschen, die nicht so geil war. Keine Ahnung, wir hatten nicht so viel Bock auf Moshpit, sag ich jetzt mal. Und es hat eh keiner Moshpit gemacht, weil wir ziemlich weit hinten gestanden sind und die haben irgendwie die ganze Zeit rumgeschubst. Ja, war unnötig irgendwie, ne? Haben sie nicht so ernst genommen, aber haben uns dann irgendwie so verpisst. Deswegen, Tote Hosen irgendwie negativ behaftet bei mir. Gut, von wegen Lisbeth war auch noch am Start. Von wegen Lisbeth kann man sich auf jeden Fall auch live gut geben. War auch eine schöne Band. Und was war das Highlight? Ich glaube Seabrad. Ja, ich glaube Seabrad war die geilste Band auf dem Festival. Es war das erste Mal, wo ich gecrowdsurft bin und es ist noch ein viel geileres Feeling als Moshpit. Also für alle, die noch nicht crowdsurfen waren, macht's. Ich habe damals noch 110 Kilo gewogen, also müsst euch keine Sorgen machen, dass die Leute euch nicht heben können. Das funktioniert. Okay, soviel zum Rocco del Schlacco. Kommen wir zum Festival mit dem besten Line-Up. Das war Southside 2017, Linkin Park, Green Day, Blink, A Day to Remember, als die noch gut waren. Viele, viele mehr. Ich habe das T-Shirt gerade leider nicht da, deswegen kann ich es nicht genau aufzählen. Aber alleine Linkin Park war da und es war eins der letzten Linkin Park-Konzerte. Grüße an Daniel. Du wirst ihn nicht mehr sehen. Und war auch das erste Konzert, aber nach dem Linkin Park-Konzert dachte ich auch so, ja, das war das beste Konzert, was ich jemals gesehen habe. Aber was momentan das beste Konzert ist, was ich jemals gesehen habe, dazu kommen wir später noch, genauso wie zum schlechtesten. Southside Festival kann ich auch empfehlen. Ich finde es mittlerweile vom Line-Up her nicht mehr so gut. Das Festivalgelände ist aber sehr, sehr geil. Ne, das Campinggelände ist sehr, sehr geil. Das Festivalgelände ist in Ordnung. Aber das Campinggelände ist sehr geil. Es ist eben alles flach, anders wie bei Rock am Ring. Und der Weg zum Festivalgelände ist auch absolut akzeptabel. So, kommen wir aber nichtsdestotrotz zum besten Festival. Meiner Meinung nach, und das ist Rock am Ring. Es gibt natürlich noch viele weitere Festivals, auf denen ich noch nicht war. Aber Rock am Ring ist vom Line-Up her immer das mit am geilsten, das Festival, was mit am geilsten vom Line-Up ist, wird auch immer schlechter, beziehungsweise immer breiter und entspricht nicht mehr immer meiner Musikrichtung. Ich habe hier viele Rap-Konzerte rumliegen, das wird sich nicht mehr viel mehr aufhören. KIZ wird noch dazukommen, Trailer Park wird noch dazukommen und dann war es das, glaube ich, mit Rap komplett. Ich höre leider kaum noch Rap, 21 Pilots ist so ein Zwischending. Gut. Ciao. Rock am Ring 2018.
ich glaube, ich war auf 20 Konzerten bei diesem Festival. Also es sind ja nicht richtige Konzerte, es sind immer so kurze Shows, ne? So Sets, 40, 50 Minuten. Die Headliner sind also noch 2,5 Stunden. Das finde ich also immer ein bisschen zu lange. Ärzte war zu lange, Foo Fighters war zu lange. 2,5 Stunden sind echt auf einem Festival zu lange. Ich glaube, 2 Stunden ist das Maximum, was man gehen kann. Und Green Day war auch 2,5 Stunden. Aber Green Day war auf dem Southside nicht 2,5 Stunden, sondern nur eine 3/4 Stunde wegen Stromausfall. Yay! Gut. Rock am Ring 2018. Da habe ich meine neue Lieblingsband Enter Shikari kennengelernt. Und Muse kennengelernt. Auch eine sehr geile Band. Und ich war auf dem schlechtesten Konzert, was eine riesen Enttäuschung war. Und zwar 30 Seconds to Mars. Die waren absoluter Bullshit. Ja, es gibt immer so ein paar Sachen, die ich bewerte bei einem Konzert, die ich so direkt im Kopf habe. Das ist natürlich einmal, wie ist die Musik, ne? Wie ist die Mische, wie passt der Sound. Dann, wie ist so Publikumsinteraktion, rattern die einfach ihre Lieder runter straight und wie ist das Bühnenbild. So, das sind so meine 3 Kerndinger. Und ich gehe nicht immer hin und will das Festival bewerten, sondern ich kann es auch einfach genießen so und denke mir danach so, hey, wie fand ich das eigentlich? Ich habe so ein ganz bestimmtes Gefühl, wenn ich mir denke, das war das beste Konzert, was ich je gesehen habe. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal das Schlechteste. 30 Seconds to Mars. Bühnenbild war langweilig, ja. Dann kam die Band mit 2 Mitgliedern, sind ja nur noch 2, die 2 Brüder, auf die Bühne. Der eine Drums, der eine Gesang, der Rest war Playback. Bullshit. Publikumsinteraktion. Es war nur Publikumsinteraktion. Es war zu viel. Es war einfach nur die ganze Zeit, okay, ich singe euch vor und ihr singt nach. Und die Textunsicherheit, es war einfach nur die ganze Zeit so ein Chorus, bla bla. Und war wirklich absoluter Abfuck, das Konzert. Ich weiß gar nicht, ob wir uns ganz gegeben haben. Ich glaube leider, ja. Hätte man noch irgendwo anders hingehen können. Aber gut. Antilopengang habe ich dafür nur halb gesehen. Schande. Schande für 30 Seconds to Mars. War absoluter Müll. Und ich glaube, mittlerweile ist die Band auch, ja, nicht mehr existent, ne? Kann man sich mittlerweile nicht mehr geben. Okay, soweit zu Festivals. Jetzt kommen wir zu den besten Konzerten, auf denen ich jemals war. Bevor wir zu den besten Konzerten kommen, habe ich gedacht, ich zeige euch noch das geilste Ticket, was ich bis jetzt von einem Konzert bekommen habe. Und das ist dieses hier. Ich glaube, Fans können an der Hülle schon erkennen, welche Band das ist, oder? Kann man es auch hier schon lesen? Ja gut, es steht Takatuka drauf. Ansonsten kann man es auch nicht wirklich lesen. Aber am Logo kann man es, denke ich, erkennen. Es geht natürlich um KIZ. Ja, und das Ticket, das ist schon sehr hochwertig. Man hatte hier auch so einen Dollarschein noch fangen können. So ein, ich habe, glaube ich, einen Tarek, ne? Ja. Auch sehr geil, einfach so kleine Sammlerstücke vom Konzert damals, das war 2017 in Freiburg. Damals habe ich KIZ noch nicht so viel gekannt. Ich habe die nach dem Konzert, also ich habe natürlich schon KIZ gekannt, aber noch nicht wirklich gehört. Nach dem Konzert habe ich mir dann die ganze Zeit KIZ gegeben und dachte mir so, jetzt muss ich mir irgendwann mal wieder KIZ geben. Jetzt ist das neue Album draußen, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich finde die erste Hälfte sehr geil, die zweite Hälfte ist nicht so geil. Aber ich würde auf jeden Fall wieder zu einem Konzert gehen. Und ich glaube, die kommen auch aufs Southside Festival. Also von dem her sehe ich die auf jeden Fall noch einmal. Ich würde mir aber auch Konzertkarten kaufen. Und das Konzert an sich war, glaube ich, sehr gut. Nur kannte ich die Band damals einfach noch nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, boah, das war das Krasseste überhaupt. Aber eigentlich KIZ hat immer eine sehr, sehr geile Bühnenshow auf jeden Fall am Start. Und diese etwas schöne Ticket natürlich auch. Sehr gut. Okay, das war das beste Ticket. Ich glaube, es ist jetzt langsam Zeit, dass ich euch nicht mehr länger auf die Folter spanne. Und euch nicht auf der Gitarre vorspielen. Let's go. So, gut, gut, gut. Ich habe noch ein bisschen geübt gerade. Ich hoffe, es funktioniert. Wir spielen Xavier von Rise Against, aber die Ghost Notes Version und auch nicht komplett. Ich spiele es bis zu dem Part, wo man ein bisschen mit Muted Palm Strings arbeiten muss, weil das kann ich nicht. Tutorial, das ich benutze, ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist von einem Daniel. Ich weiß leider nicht, wie der Channel ganz heißt, aber es gibt so viele Daniels auf der Welt und das ist eben auch ein Daniel und Daniels sind alle gut, alle begabt. Okay, okay. Ich versuche mein Bestes, ich hoffe, es klappt. Es ist übrigens jetzt schon kein One-Take,
Vielleicht mache ich die Outtakes. Ah, ich habe die Outtakes, glaube ich, schon gelöscht. Ah, damn it. Vielleicht kommen die Outtakes noch, wenn ich sie noch nicht gelöscht habe. Mal schauen. Okay, let's go. Ich glaube, es war in Ordnung. Das Spiel würde ich gerne ganz können. Es will noch der Muted Palm Part und dann eben noch eins mit Zuppen, ein Zwischenspiel, eine Bridge. Das fehlt mir noch. Dazu singen ist schwierig. Ich habe es schon mal gekonnt, aber kommt alles noch. Also da arbeite ich momentan am meisten dran. Wonderwall steht noch raus. Creeper könnte ich jetzt auch schnell das Intro zupfen. Aber das machen wir in einem anderen Video. Jetzt kommen wir aber endlich zum besten Konzert, wo ich jemals war. Ich habe schon gesagt, es ist auch seit 2017, da hatte ich zum ersten, naja, eigentlich feine Sahne, ne, hatte ich zum ersten Mal 2016 im Dezember das Gefühl, boah, das war richtig krass, das war ein richtig cooles Event, so Gänsehaut danach und immer noch Nervenkitzel anhaltend und dieses Gefühl zeigt mir irgendwie immer, das war das geilste Konzert, was du gesehen hast und das heißt natürlich immer, dass neuere Konzerte eine gute Chance haben, das geilste Konzert zu werden, weil es einfach dieses Gefühl von geschockt sein ist, dieses Gefühl von noch Nervenkitzel haben, aufgeregt sein und das wird ja oft getriggert, ja. Und ich glaube, dass Bullet for My Valentine da jetzt auch ganz gute Chancen hat, weil ich jetzt eben 22 Monate dann nicht mehr auf einem Konzert war und es geht ja auch noch eine Weile, geht ja noch 6 Monate, bis es endlich soweit ist. Aber danach hatte ich es eben bei Linkin Park, selbes Gefühl, ich war so richtig geflasht von dem Konzert danach, endlich habe ich mal Linkin Park gesehen, meine langjährige Lieblingsband und sie waren geil, es war Hammer. 2 Monate später, oder nicht mal 2 Monate später, ist der Typ tot. Tragic, Rip Chester. Aber es ging weiter. Es ging weiter auf dem... Komm ich da hoch? Ich bin mir gar nicht sicher, welches Festival es war. Oh. Okay. Es ging weiter mit Southside, wo ich dann wieder ein nächstes krasses Konzert hatte. Und das war Kraftklub. Kraftklub hat auch richtig abgerissen, eine richtig krasse Show gemacht. Bühnenshow war der Hammer mit Tänzerinnen im Hintergrund. Musikalisch waren die extrem gut, Publikumsinteraktion. Also Kraftklub, wirklich ein unfassbar geiles Konzert gemacht. Ich bin mir eigentlich fast sicher, wenn ich jetzt so rein theoretisch darauf blicke, oder wie heißt das, rein rational, dann ist es auch immer noch das geilste Konzert, was ich je gesehen habe. Ich bin nicht ganz im Bild, das nervt mich. Okay, dann ist es auch immer noch das geilste Konzert. Aber ich hatte dieses Gefühl dann auch noch einmal und das war, Achtung, langweiliges Ticket im Anmarsch. Kann man es lesen? Jo. Bei Birdtooth. Ich habe da hinten auch so eine Riesenflagge. Achtung, die Seite vom Zimmer ist nicht aufgeräumt. So. Bei dem Konzert gekauft und Birdtooth war auch ein richtig geiles Bühnenbild, musikalisch extrem gut. Und Publikumsinteraktion war auch da. Also, so die 3 Punkte waren da auf jeden Fall auch abgehakt. Eine richtig, richtige Top-Band gewesen. Ich habe die auch auf dem Rock am Ring einmal gesehen. Und das Line-Up davor, und es war nur ein Konzert, also die Vorbands waren auch krass. Ich glaube, einmal war Every Time I Die. Oder Every Day I Die. Erste Vorband bin ich mir nicht ganz sicher, aber die waren in Ordnung, die waren gut. Ich kann es auch nochmal nachrecherchieren und nochmal googeln. Bei Vorbands ist es immer so, dass der Ton irgendwie nicht passt. Und bei der ersten Vorband war das auch so. Aber die waren trotzdem in Ordnung so. Der Sänger hat so alles gegeben und die haben uns gut warm gemacht auf das, was dann kam. Weil dann kam The Amity Affliction, auch eine meiner Lieblingsbands, seit ich sie kenne. Und die waren auch richtig krass, haben auch abgerissen. Würde ich auch auf einem Konzert noch gehen, besuchen. Und ich hoffe, dass sie bald auf Tour kommen nach Deutschland. Ich glaube, in Australien sind sie gerade auf Tour. Und dann eben Birdtooth als... als Headliner sozusagen, dann das Birdtooth-Konzert war einfach top. Also der ganze Abend war durchgehend richtig krass. 3 geile Konzerte hintereinander und ja, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Bullet for My Valentine steht an, Trailer Park, KIZ, werde ich mir wahrscheinlich auch ein Ticket holen, wenn es dann welche gibt. Dann haben wir noch Parkway Drive, da freue ich mich auch übertriebenst drauf und Enter Shikari. Aber Enter Shikari, weiß ich schon, wird geil.
Aber ich glaube, Parkway Drive und Bullfrog und Valentine, das wären nochmal zwei richtige Highlights werden. Übrigens, Enter Shikari, auch eine unfassbar gute Liveband. Ja. Ist meine Lieblingsband. Aber es hat jetzt nie für die, hat es nicht gereicht, um zu sagen, ja, das ist absolut die, das Beste gewesen, was ich bis jetzt gesehen habe. Die machen auch krasse Shows. Rue Reynolds, der Sänger, der randaliert komplett auf der Bühne. Also, ihr könnt euch gerne mal Enter Shikari Videos anschauen. Aber eben, ja, jetzt nicht so, dass ich sage, das war absolutes Geiste. Gut. Gibt's noch was ich euch über Konzerte sagen kann? Nee, vielleicht das nicht preiswerteste, ja. Das war Five Finger Death Punch. Das war in Frankfurt. Und es war eigentlich auch ein sehr gutes Band, aber das ist eben auch ein Faktor, der immer eine Rolle spielt, und zwar das Publikum. Das war da einfach ein bisschen zu alt für mich und meine Boys. Ja, das ging nicht so ab, wir sind auch nicht im vorderen Bereich gestanden. Es gab zwei separate Tickets, was ich schon mal scheiße finde. Ja, es gab so einen vorderen Golden Pit Bereich, das ist natürlich schon mal krass. Und dann gibt es ein hintere Ticket, und dann gab es noch Sitzplätze, also drei verschiedene Kategorien. Man kam eben dann nicht vom hinteren Stehbereich nach vorne, das war halt abgesperrt, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Und das Ganze hat 70€ gekostet und Bad Wolves war Vorband. Geil, dann Megadeth ist halt viel zu alt für mich und kenne ich nicht und war jetzt auch nicht krass live. Cool, dass sie noch Musik machen irgendwie so, aber der Typ hat ja Kehlkopfräs, glaube ich, überwunden und so. Schon cool, aber Megadeth war jetzt nicht so für mich. Es war dann eher so rumstehen und hoffen, dass es bald vorbei ist. Und Five Finger Death Punch war dann geil, geiles Bühnenbild, geile Show und so weiter. Aber es ging eben nicht ab. Es waren kaum Moshpits vorhanden. Ich bin schon wieder nicht ganz auf dem Bild. Der Tripod, den ich mir da gekauft habe, gefällt mir gar nicht. Der rutscht immer runter. Okay, Limp Bizkit war noch so eine Preis-Leistungssache. Limp Bizkit war 2 Stunden warten, keine Vorband und dann 50 Minuten, glaube ich. Vielleicht war es eine knappe Stunde, komplett durchpowern, alles Action, war geil dann, aber für 50€ ein bisschen zu viel. Ne? Da hätte ich schon mindestens eine Vorband erwartet und ein bisschen längere Show wie 50 Minuten. Aber ich war noch nie auf einem richtigen Scheißkonzert. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einem richtigen Scheißkonzert landet, ist, glaube ich, ziemlich gering. Okay, also enden wir mit einem kurzen Appell. Ich hole euch noch ran. Kann ich das eigentlich auch hier so klappen oder rutschen alles auseinander? Oh ja, geht. Funktioniert. Ich kann jetzt mein Handy bequem halten, obwohl es im Querformat ist. Perfekt. Video im Querformat diesmal, ich hab's versprochen. An all die noch nicht auf Konzerte waren, besucht Konzerte. Konzerte sind großartig. Und wenn es natürlich auch, sollte natürlich ein Konzert sein, was von der Band ist, die ihr mögt. Ihr könnt aber auch mal unterschiedliche Musikrichtungen ausprobieren einfach. Ich glaube, ich war auch schon im Hardstyle-Club oder Scooter ist ja auch überhaupt nichts für mich und hat übelst Spaß gemacht. So. Mit dem Rumjumpen und alles war geil. War aber auch eine Festival-Community da. Ich weiß nicht, wie ein Scooter-Konzert jetzt wäre, aber ich denke ähnlich. Ich war auch schon auf vielen Rap-Konzerten, das ist auch immer cool. Aber da ist jetzt nicht so viel mit Moshpit. Ja, ich glaube, Contra K, da war ein bisschen was, aber jetzt nicht so viel. Das ist mehr so mit Rumspringen und Ärmel rum in die Luft werfen und so weiter. Ja, also das Moschen fehlt dann ein bisschen. Das kriegt man dann auf den krassen Konzerten, so Metal Punk natürlich mit, aber bestimmt auch aus anderen Musikrichtungen. Okay, The Streets. Was für Konzerte würde ich gerne mal noch besuchen? Ich glaube, The Streets ist eins. Die machen ja auch ganz andere Musik. Geht so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung, aber es ist, ich weiß gar nicht, was genau das für Musik ist. Aber die höre ich zurzeit auch ziemlich gerne an. Dann 21 Pilots, was auch nicht unbedingt Metal-mäßig ist. Und was noch? The Streets, 21 Pilots, Amity Affliction, habe ich nochmal gesagt. Die würde ich auch separat auf einem Konzert nochmal anschauen. Und ja, da könnte ich jetzt bestimmt noch ein bisschen was aufzählen, wenn ich jetzt noch länger überlegen würde. Aber ich glaube, das Video hat jetzt eine angemessene Länge. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und falls ihr auch schon Konzerterfahrung habt oder was um die Kommentare zum Thema schreiben wollt, gerne her damit. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.